Endlich Level 28. Dazu habe ich die erste obere Reihe des Pokédexes vollständig abgeschlossen, beziehungsweise habe davon alle Pokémon gefangen und möchte in diesem Jahr noch den Pokédex, den nationalen Pokédex, vollständig bekommen. Und damit geht es weiter mit einer neuen Folge Pokémon Go. Wir beginnen das Video mit einem tollen Bild. Mein Kabutops wurde in meiner Arena zugewiesen, und zwar komplett an der Spitze und daneben noch ein Mauzi als Außenseiter. Ist das nicht ein tolles Bild? Und nun kommen wir gleich zur zweiten Szene des heutigen Videos. Wir sahen von mir zu Hause, dass ein Blitzer in der Nähe ist und sind dorthin gerannt und haben es bekommen. In dieser Szene seht ihr ein 5-Kilometer-Ei. Und in der nächsten Szene gibt es mal wieder eine kleine Nestvorstellung von mir. Vor letzten Donnerstag, an dem am 15.12., gab es eine Neständerung mal wieder. Und das Lustige ist, es gibt nun vor meinem Haus ein Sichlor-Nest und nur 200 Meter von mir weg ein tolles Klumanda-Nest. Richtig geil! Am Abend fingen wir dann in der Stuttgarter Stadtmitte noch ein Rosanna.
Unglücklicherweise aktivierte ich in dieser Woche auch ein Glücksei, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Anfangs an war ich richtig sauer darauf, doch dann habe ich realisiert, dass ich noch einige Pokémon habe, die ich entwickeln müsste und dass auch neue Pokédex-Einträge wären. Die wichtigsten Entwicklungen habe ich in dieser Szene zusammengefasst. Lustigerweise fand ich in dieser Pokémon Go Woche noch einen weiteren neuen Pokédex-Eintrag, und zwar Kickle. Wie ich am Anfang des Videos bereits erwähnt habe, wurde ich Level 28. Doch bevor ihr dies seht, brütete ich noch 5 Kilometer Eier aus. Nachdem ich dann die Level 28 Animation zeigte, fing ich noch einen Glumanda und zwei Shigis. Thank you.
An einem Abend fand ich dann noch unterwegs ein Shillock und danach brütete ich noch ein 2-Kilometer-Ei aus. Zudem gibt es in Stuttgart nun wieder ein sehr, sehr geiles Glumanda-Nest. Doch schaut euch mal dies an. Das ist doch legendär, oder etwa nicht? Heute Nachmittag fing ich dann noch ein Dicktree in der Nähe von meinem Zuhause. Das war dann auch schon meine Pokémon Go Woche vom 15. bis 22.12. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!